Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute wieder rein mit Torpedo Turin und unserem eigenen Club. Ich bin gespannt, ob wir in dieser Episode nochmal ein wenig weiter vorne anknüpfen können. Aktuell sind wir leider nur noch auf Tabellenplatz 13. Ziel war eigentlich, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen in der letzten Episode. Das hat allerdings nicht ganz geklappt und wir sind mittlerweile schon 7 Punkte hinter dem 9. Das bedeutet, ich denke auch nicht, dass es in dieser Folge irgendwie klappen kann. Wichtig wäre jetzt für mich, dass wir nicht wieder in den Abstiegskampf reinrutschen. Gut, Magdeburg und Meppen sind einfach ultra schlecht unterwegs. Auf das Niveau werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. Ein Wunsch in den unglaublich vielen Kommentaren war es dann, es waren insgesamt an der Zahl 5 Kommentare, dass wir unseren Jugendspieler Krause wieder auf die Wunschliste hauen. Das Ganze habe ich gemacht. Wir werden einfach mal schauen, ob er dann tatsächlich langfristig eine Alternative für uns wird. Aktuell ist er wahrscheinlich einfach zu teuer, dass wir uns ihn eh nicht holen können. Wir müssen eh mal schauen. Wir haben jetzt noch 6.000 Transferbudget. Ich würde gerne einen ablösefreien Spieler verpflichten. Und zwar, wo haben wir ihn? Das würde ich gerne nochmal anschauen. Ich wollte gerne den Innenverteidiger Ferreira verpflichten. Und ich würde natürlich auch gerne wieder unsere Scouts losschicken. Aber wenn wir die losschicken, müssen wir diesmal uns darum kümmern, dass wir dann auch die Jugendspieler kaufen können. Und das ist dann aktuell mit dem Geld recht schwer möglich. Das bedeutet, wir brauchen Abgänge in der Winterpause, aber die Winterpause steht ja jetzt gerade vor der Tür, beziehungsweise wir befinden uns ja sogar schon in der Winterpause. Falls dir dann die heutige Episode gefällt, würde ich mich weiterhin mega über einen Daumen nach oben freuen. Das Ganze supportet mich, lasst gerne auch einen Kommentar da und wenn du neu auf dem Kanal bist, auch liebend gerne ein Abo. Ich würde mich mega drüber freuen und damit starten wir schon rein ins erste Spiel der Episode und zwar gegen Borussia Dortmund 2 und hier nehmen wir ein 0:0 mit. Ich glaube, das geht sogar in Ordnung. Ich glaube, Dortmund ist ein wenig über uns in der Tabelle. Das bedeutet, damit bin ich dann sogar ganz zufrieden, oder? Nee, sie sind unter uns. Das heißt, ich bin auf keinen Fall damit zufrieden. Da hätte ich dann doch gerne den Win mitgenommen. Die Frage ist jetzt, damit hier wirklich alles klappt, sollten wir dann Becker jetzt verkaufen? Ich bin wirklich drauf und dran, einfach damit wir nochmal ein wenig flexibler sind, vielleicht auch den einen oder anderen Jugendspieler verpflichten können. Erstmal ist es natürlich ein Schritt nach hinten, keine Frage, denn wir würden einfach einen Stammspieler abgeben. Ich glaube zumindest, er ist gerade Stammspieler. Aber langfristig denke ich, wenn wir irgendwie auch nur einen einzigen Jugendspieler rausnehmen können aus dem Budget, was wir jetzt einnehmen, dann werden wir mit dem sicherlich mehr als 320.000 irgendwann machen. Deswegen, ich versuche nochmal so an die 350.000 rauszuholen. Entweder klappt es oder nicht, aber dann haben wir es wenigstens versucht. Okay. 350.000 haben wir nicht bekommen, aber ihr seht es schon, wir haben sogar 400.000 für Becker bekommen und damit bin ich dann jetzt tatsächlich zufrieden. Wir geben dann zwar einen wichtigen Spieler. Wir spielen ja gar nicht mehr mit Doppelspitze. Stimmt ja. Wir geben sogar nur einen Ersatzspieler ab für 400.000. Dafür können wir den ablösefreien Spieler holen und dazu dann natürlich auch noch den Jugendscout wieder einstellen und dann hoffentlich auch das ein oder andere Talent finden. Als nächstes geht es dann gegen Türkgücü München ran und die befinden sich aktuell, wir haben es gerade einmal sehen können, drei Plätze vor uns, allerdings 4 Punkte vor uns. Das bedeutet, mit einem Sieg jetzt in diesem Spiel, es ist ein Heimspiel, könnten wir wieder eine wichtige Lücke schließen. Wenn wir verlieren, wenn das 7 Punkte Unterschied, dann ist da der Zug eigentlich abgefahren. Also wir müssen hier gewinnen und starten dementsprechend auch in die Partie und verlieren leider mit 2:1. Wichtig ist dann jetzt aber, Becker hat uns wirklich verlassen und woran ich natürlich wieder gar nicht gedacht habe, wir kriegen ja nicht die 400.000, sondern nur 275.000 und das ist dann doch nicht so viel. Ich hoffe, dass hier der Spieler, den wir haben wollen, der ist jetzt sogar auf die 67 hochgegangen, dass der nicht so viel an Gehalt haben möchte, dann könnten wir ihn holen. Ansonsten wäre das wahrscheinlich kritisch. Ich gehe mal in die Verhandlung rein und mal sehen, ob wir am Ende zu einem gemeinsamen Ende kommen oder ob sich hier die Wege direkt wieder trennen. Mal sehen, ich gehe auf jeden Fall in die Verhandlung. Ich hätte mir zwar ein wenig weniger Gehalt noch gewünscht, aber am Ende konnten wir ihn wenigstens verpflichten und zwar, wo haben wir ihn? Hier müsste er irgendwo sein, ganz unten. Ferreira wechselt zu uns, verdient jetzt 3.300 pro Woche. Ich bin damit einigermaßen zufrieden, nicht 100%. Ich hätte gerne eine 2 vorne gehabt, aber so haben wir jetzt erstmal hier eine Verstärkung in der Innenverteidigung. Damit rutscht Zimmermann erstmal raus, Ferreira kommt rein und ich bin dann so jetzt erstmal tatsächlich ganz zufrieden. Wie gesagt, wir werden jetzt nochmal den Jugendscout erstmal losschicken. Was auch in den Kommentaren stand, ist, dass wir Zimmermann mal probieren sollen, zum ZDM zu trainieren. Allerdings sieht man es hier direkt, es dauert 334 Wochen. Das bedeutet, das können wir eigentlich vergessen. Zimmermann muss auf seiner Innenverteidigerposition bleiben, geht auch in Ordnung.
Ordnung, denn damit haben wir jetzt drei solide Spieler in der Innenverteidigung auf jeden Fall erstmal. Wir könnten allerdings probieren, ne, mehr Innenverteidiger haben wir nicht. Wir haben insgesamt nur vier Innenverteidiger, deswegen lassen wir es erstmal so. Dann kommen wir jetzt zu unserem Jugendscout und werden hier erstmal wieder ein Scouting-Netzwerk aufbauen, wieder in Deutschland und das Ganze für 3 Monate. Ansonsten sieht es wieder knapp mit dem Geld aus, deswegen gehe ich jetzt erstmal lieber nur 3 Monate rein, dass wir, sollten wir Spieler finden, die auch auf jeden Fall verpflichten können. Dann geht es jetzt aber tatsächlich gegen einen Tabellennachbarn ran und zwar müssen wir ran gegen Würzburg und die befinden sich aktuell einen Platz vor uns. Ich würde es mir langsam mal wieder wünschen, dass wir auch gewinnen können, denn aktuell weiß ich nicht, ob unsere Mannschaft überhaupt noch gewinnen kann. Wir starten auf jeden Fall rein in die Partie und am Ende, ach come on, wieder 2-0 verloren. Also man kann sagen, was man will. Nach Plan läuft es aktuell definitiv nicht. Aktuell sind wir wieder in so einem kleinen Loch gefangen. Gefällt mir natürlich überhaupt nicht, aber was können wir jetzt aktuell tun? Können nur versuchen, diese Saison noch erstmal zu überwinden und dann mit neuem Kapital vielleicht in der nächsten Saison. Mein Traum ist es ja sogar, irgendwie um den Aufstieg mitzuspielen. Ob das nachher wirklich möglich ist, werden wir sehen. Fuchs wird erstmal nicht abgegeben. Das ist ein Stammspieler und wir befinden uns in den letzten 8 Stunden des Transferfensters. Ich werde jetzt einfach nochmal versuchen, in der Episode durch den Februar durchzukommen. Mal sehen, wie viele Spiele wir insgesamt haben. Leihangebot für Koch wird ebenfalls abgelehnt, auch wenn das ganz interessant wäre. Aber wir haben langsam nicht mehr ganz so viele Spieler am Start. Deswegen lassen wir es lieber und dann geht es direkt rein ins nächste Spiel. Ich habe jetzt einfach nochmal gedacht, ich schaue mal nach Spielern mit gutem Potenzial aus der zweiten Fußball-Bundesliga, bei denen der Vertrag 2022 ausläuft. Allerdings habe ich jetzt echt hier viele durchgeguckt und irgendwie wurden wirklich alle Verträge verlängert. Sehr, sehr belastend, denn ich hätte da wirklich gerne den einen oder anderen verpflichtet. Wäre dann natürlich eine ablösefreie Verpflichtung und würde uns ganz gut verstärken. So ist das jetzt leider erstmal nicht drin. So müssen wir erstmal uns selber weiterhin um den Klassenerhalt in Liga 3 kümmern. Im nächsten Spiel jetzt aber endlich bitte wieder einen Sieg. Schäfer ist wieder in der Startelf. Das bedeutet, wir sind jetzt wirklich wieder mit unserem stärksten Kader am Start. Viktoria Köln befindet sich aktuell auf einem Tabellenplatz, was eigentlich unser Ziel war, auf Tabellenplatz 9. Für uns wird es in dieser Saison nichts mehr, das steht schon fest. Aber vielleicht können wir Viktoria Köln auch zurück auf die 2-stelligen Tabellenplätze befördern. Das wäre jetzt mein Wunsch hier in diesem Spiel und wir verlieren mal wieder erneut. Also ich bin ganz ehrlich, wenn es hier so weiterläuft, aktuell können wir uns tatsächlich nur mit den Niederlagen beschäftigen, dann werde ich hier, könnte man hier ein Best-of-Niederlagen draus machen. Also wenn wir das jetzt gegen Braunschweig verlieren werden, dann werde ich wohl die nächsten Niederlagen relativ schnell hintereinander schneiden, sodass wir das recht schnell durchkriegen, die nächsten Spiele oder die nächste Saison, die Rückrunde, die jetzt kommt. Und wir starten jetzt erstmal rein gegen Eintracht Braunschweig und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie die Kehrtwende kriegen, aber so sind die Spiele halt absolut uninteressant, denn wir verlieren einfach jedes einzelne Spiel, was wir spielen. Neuer Versuch, ein Spiel, was wir gewinnen müssen und wir gewinnen mit 2-1. Was eine Erleichterung, wir können scheinbar irgendwie doch noch gewinnen, auch wenn Meppen mit Abstand ganz unten in der Tabelle drin ist. Nächster Versuch, ob es weiterhin genauso klappt gegen Viktoria Berlin und wir spielen 0-0, sind allerdings eigentlich die bessere Mannschaft gewesen. Jetzt ist es dann soweit, mal ein wenig Abwechslung neben den ganzen Niederlagen, die wir jetzt zuletzt erfahren mussten, haben wir jetzt mal wieder ein monatliches Scouting-Update und haben hier tatsächlich sogar einen Spieler dabei, der interessant sein könnte. Der hat gutes Potenzial, womöglich zumindest und jetzt schon bereits ein Marktwert von 230.000. Wir werden den erstmal verpflichten für unsere Jugendmannschaft. Des Weiteren haben wir den Scout-Abschlussbericht für Jona Krause, also für das Talent bekommen, was bereits in unserer Jugendschule war und er hat ein Gesamtrating von 54. Also wenn wir den wirklich haben wollen, dann muss er sich jetzt vielleicht noch wenigstens bis zum Saisonende auf eine 56 oder 57 entwickeln. Das Spiel, was jetzt ansteht, ist dann ebenfalls mal wieder ein Spiel, was wir eigentlich gewinnen müssen, denn wir sollten die bessere Mannschaft haben. Wir stehen besser in der Tabelle und ich hoffe einfach mal, dass das was wird. Ferreira mittlerweile nicht mehr der beste Spieler, sondern Aydin jetzt schon auf der 68. Des Weiteren unser Keeper mittlerweile auf 62. Also unsere Spieler entwickeln sich richtig gut. Wir müssen nur noch die richtigen Ergebnisse einfahren und vielleicht 1-2 Schlüsselspieler verpflichten. Dann könnten wir in der dritten Liga was reißen und wir spielen gegen Zwickau 2-2 und kriegen ein Tor last-second-mäßig in der 87. Minute. Weiter geht es dann jetzt gegen den Halleschen FC und hier in dem Spiel können wir mal wieder eine Niederlage mitnehmen. Aydin ist der einzige Spieler, der für uns trifft. Der hat dafür, dass er rechter Mittelfeldspieler ist, auch schon recht häufig für uns getroffen. Muss man ganz ehrlich sagen, der macht gut Tore, aber leider ist unsere Mannschaft insgesamt
insgesamt noch nicht stark genug. Mittlerweile leider abgerutscht bis auf Tabellenplatz 15 und ich denke, wir werden jetzt noch in dieser Episode ein Spiel mitnehmen und dann erstmal eine kleine Pause machen, damit wir in der nächsten Episode die Saison beenden können und dann die Episode darauf wiederum vielleicht in der dritten Liga ein wenig besser angreifen können. Ricardo Ferreira, unser einziger Nationalspieler für Kanada, wird unterwegs sein. Das ist der Spieler, den wir gerade erst neu verpflichtet haben, unser Innenverteidiger. Und ich hoffe jetzt, ich kann euch zum Abschluss dieser Episode nochmal einen Sieg bieten. Und wir starten rein gegen Kaiserslautern und es wird ein 2:2. Wieder kein Sieg, keine Niederlage, aber wir sind auch, ich muss ganz ehrlich sagen, einmal sind mir die Niederlagen zu viel und dann haben wir auch noch viel zu viele Unentschieden. Ich würde dann lieber nochmal einmal mehr eine Niederlage haben und einen Sieg mehr. Es bringt uns einfach weiter, als jedes Spiel hier unentschieden zu spielen. Wir sind jetzt am Ende auf Tabellenplatz 16. Wir haben noch ein paar Spiele in der nächsten Episode vor uns. Vielleicht können wir nochmal in die Top 15 irgendwie reinrutschen. Das ist auf jeden Fall aktuell rechnerisch noch mehr als drin. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir hier nicht gefeuert werden. Wir sind zwar in unserem eigenen Club, aber es gibt trotzdem den Vorstand. Es gibt Leute, die über uns stehen und eventuell würden wir hier auch am Ende bei Torpedo Turin einfach rausgeschmissen. Das wäre es dann jetzt allerdings erstmal von dieser Episode gewesen. Wir schauen uns nochmal kurz unseren neuen Spieler an. Das müsste ja der 15-Jährige sein. Allerdings haben wir Meier auf jeden Fall schon davor gehabt. Denn es ist Phil Schmidt gewesen, der schon nach oben gegangen ist. Potenzial bleibt weiterhin gleich. Wir können jetzt nochmal kurz zum Abschluss reingucken, ob er vielleicht umtrainiert werden kann und dann nochmal ein wenig stärker wird. Vielleicht als Stürmer. Das könnte sogar gut sein. Ich denke mal, wir werden den sogar tatsächlich als Stürmer umtrainieren. Ich glaube, da wird er sich nochmal nach oben pushen. Deswegen werden wir das Ganze jetzt durchführen. In der nächsten Folge werden wir dann das finale Ergebnis sehen, ob Phil Schmidt nochmal stärker wird oder nicht. Das wäre es jetzt allerdings erstmal von dieser Episode gewesen. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, würde ich mich, wie gesagt, riesig über einen Daumen nach oben freuen. Das Ganze supportet mich. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass auch liebend gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.